Ja, hallo und herzlich willkommen bei Talking About Bricks. Neue Woche, neues Video. Heute mit der Nummer 10265, der Ford Mustang. Lego Creator Expert. 1471 Teile für 129,99. Ein 1967er Ford Mustang GT. Sehr gelungen, wie ich finde. Auch die Farbe dunkelblau finde ich persönlich jetzt nicht so schlecht. Passt zu dem Auto. Stellt sich den einmal in knallgelb oder orange vor. Das nicht passen, oder? Von dem her die Farbwahl dunkelblau mit dem weißen Streifen. Passt, finde ich. Dem Kennzeichen sehen wir GT 1967. Das ist im Übrigen einer der wenigen Aufkleber, die bei diesem Set dabei sind. Das Mustang-Zeichen im Kühlergrill ist kein Aufkleber. Und auch der blaue Zierstreifen, die Teile sind alle bedruckt. Das sind alles keine Aufkleber. Finde ich super. Machen wir mal die Motorhaube auf und werfen einen Blick auf den Motor. Da haben wir ihn auch schon. Aufkleber, Aufkleber. Dann die Kennzeichentafeln, die dabei sind, sind noch mit Aufklebern bestückt. So wie der vorne gibt es noch vier weitere, die werden wir uns jetzt gleich auch noch einmal anschauen. Und noch einen letzten Aufkleber, ganz zum Schluss werde ich euch den zeigen. Der passt jetzt noch nicht ins Bild. Neben dem am Fahrzeug montierten haben wir noch diese vier Kennzeichen zur Auswahl. Kalifornien, Deutschland, Köln. Als H-Kennzeichen, Fahrzeug 1967, älter als 30 Jahre, kriegt er H-Kennzeichen. Sehr detailliert. Das sind alles Aufkleber. Das ist alles draufgeklebt. Neben den gerade vorher im Motorraum gezeigten sind das die einzigsten. Bis auf eins. Das zeige ich Ihnen noch. Ein weiterer Aufkleber ist noch. So, was mir ganz besonders gelungen ist, als ganz besonders gelungen gefällt, ist da mal der Mechanismus, wie die Türen aufschwenken. Das sind von diesen drehbaren Elementen jeweils zwei an verschiedenen Stellen. Dadurch hat die Tür doch einen gewissen Widerstand. Das finde ich gut. Auch die Öffnungsweite ist, finde ich, realistisch. Wir können dann das Dach herausnehmen, um an den Innenraum besser ranzukommen. Wir haben hier also den Ganghebel, den wir bewegen können. Ein Lenkrad, das sich bewegt und was auch lenkt. Das ist Premiere bei einem Creator Expert Auto. Also aus der Serie, wo auch der Bulli, der Mini Cooper, der Ferrari F40, der VW Käfer, der London Bus und letztes Jahr der Aston Martin von James Bond dazu gehören. Kein Auto von diesen hat eine funktionierende Lenkung gehabt. Dieses ist das erste. Und das finde ich äußerst gelungen und gut, weil es erhöht auch den Spaßfaktor zum Spielen bei diesem Auto. Die anderen kann man ja eigentlich so nicht großartig was mit anfangen. Der James Bond ist da vielleicht die Ausnahme, weil er Funktionen hat, wie den Schleudersitz und so weiter. Aber fahren kann man mit die Olle nur geradeaus. Mit dem kann man lenken. Ob das jetzt, wenn man das Dach abnehmen muss, damit man anständig ins Lenkrad rankommt, super gelungen ist, oder ob man hätte da so Zahnradl irgendwo hinmachen sollen, dass man es von außen lenken kann, das hätte einfach nicht zu diesem Auto und zu der Serie gepasst. Also finde ich diese Kompromisslösung, Lenkrad, ja, funktioniert, ja, Zugänglichkeit, naja, okay, müssen wir halt mitleben. Wir können die Sitze nach vorne klappen, damit auch quasi die Passagiere auf der zweiten Bank Platz nehmen können. Kleines Detail halt. Da sehen wir jetzt die Lenkung. Ich meine, der Winkel, der Lenkeinschlag ist jetzt nicht mörderisch, aber es funktioniert. Kofferraum lässt sich auch öffnen und eine Nitroflasche. Das ist dem jetzt dann im Übrigen der letzte Aufkleber, von dem ich vorher schon geredet habe.
lässt sich da platzieren. Kofferraum wieder zu. So, das ist allerdings noch nicht alles, was man mit diesem Set machen kann. Wir haben noch, dafür muss ich das Auto mal hochheben, da unten ein Zahnrad. Damit kann ich die Hinterachse Höhen verstellen. Kommt da hinten ein bisschen hoch. Des Weiteren sind da noch auch zum Zusammenbauen das, das, das und zweimal das mit enthalten. Wofür? Immer alles der Reihe nach. Ich tue es nochmal auf die Seite schieben. Wir werden den Mustang nochmal hochheben. Jetzt werden wir die Endrohre da hinten wegtun und machen da die Sidepipes dran. So. Kofferraum nochmal auf. Heckspoiler dran. Der ist jetzt allerdings, finde ich, von der Optik von hinten nicht besonders gelungen. Aber okay. So. Und dann haben wir noch da eine Front-Spoiler-Lippe. Und wir können Motorhaube das mittlere Teil wegnehmen. Nehmen da oben das weg und setzen den Motor noch drauf, den Turbo mit Ansaugtrakt. Jetzt haben wir einen optisch doch ziemlich veränderten Mustang, also quasi fast schon 2 in 1. Das finde ich richtig klasse. Wo mir jetzt doch persönlich sogar die Optik des Originalen ohne die ganzen Anbauteile besser gefällt. Weil es einfach der klassischen Optik dieses Autos näher kommt. So, das ist alles, was wir mit diesem Set machen können. Zum Hinstellen, in welcher Form auch immer, super klasse. Hat auch Spielfunktion. Wird damit auch für andere LED interessant. Finde ich klasse. Ach so, im Übrigen, ich glaube momentan ist er ausverkauft. Also wer ihn jetzt bestellen will bei Lego, wird da ein bisschen warten müssen, bis er ihn kriegt. Man kann ihn nachbestellen. Haben wir ein bisschen Lieferprobleme. In diesem Sinne, wie immer noch ein paar Fotos anschließend. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Drückt die Glocke, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.